Missbrauchsvorwürfe plus mysteriöser Tod, das Tragische von Ex-Prinzessin Kasia Galanju. Einst lebte Kasia Galanju als Prinzessin von Katar ein schillernd prunkvolles Leben im französischen Exil. Doch 2007, mit dem Einreichen der Scheidung von Abdelaziz bin Khalifa El Thani, 73, dem Onkel des Emirs von Katar, änderte sich alles. Das einstige Ehepaar lieferte sich seit 2012 einen erbitterten Sorgerechtsstreit um die drei Töchter. Kasia warf dem milliardenschweren Prinzen im März 2022 auf Instagram vor, seit über einem Jahr keinen einzigen Cent an Unterhalt gezahlt zu haben. Hinzu kam der angeblich sexuelle Missbrauch an einer ihrer Töchter. Am 30. Mai 2022 nahm Galanjos Leben ein Ende. Die Polizei fand sie nach Angaben von Le Parisien und El Mundo tot auf dem Bett ihres Appartementkomplexes im spanischen Marbella. Doch bis heute konnten die genauen Todesumstände nicht komplett aufgeklärt werden. 2004 heirateten Kasia Galanju und Abdelaziz bin Khalifa El Thani. Für ihn war es die dritte Ehe. Für die Amerikanerin mit polnischen Wurzeln wurde ein Prinzessinnentraum Wirklichkeit. Nach ihrem Tod sagte die britische Aristokratin Lady Victoria Hereford, 45, laut Daily Mail über Kasia, dass sie eine Mode-Ikone war, elegant, anmutig und eine unglaubliche Mutter. Auch nach der Scheidung führte die dreifache Mutter ein Leben im Luxus, zog nach Spanien, traf Hollywood-Stars wie Clive Owen, 67, auf dem Filmfestival in Cannes, besuchte die Hochzeit von Modern Family-Schauspielerin Sofia Vergara, 50, oder lernte Sängerin Celine Dion, 54, kennen. All das dokumentierte Galanju für ihre zuletzt 558.000 Instagram-Follower, innen, Stand August 2022. Doch Kasia fehlten ihre Kinder. Ihr Ex hatte nach einem jahrelangen Streit das Sorgerecht für die Zwillingstöchter, 17, und das jüngere Mädchen erhalten. Seitdem versuchte die Ex-Prinzessin es mit allen Mitteln zurückzugewinnen. Es gibt unterschiedliche Behauptungen darüber, wo ihre Kinder zuletzt lebten. Kasia selbst sprach im März 2022 mit Le Parisien erstmals über ihren Sorgerechtsfall und behauptete, dass die Kinder erst bei ihrem Vater in der Pariser Luxuswohnung geblieben seien. Ihre dritte Tochter würde dort noch immer leben. Sie hätte angeblich nicht mehr mit ihrer Mutter sprechen dürfen. Doch die Zwillingsmädchen wollten bei Kasia in Marbella wohnen. Deshalb soll El Thani sie aus dem Haus geworfen, den Kontakt zu ihnen abgebrochen und keinen Cent Unterhalt mehr gezahlt haben. Daraufhin waren die 17-Jährigen in Hotels in der Nähe ihrer Mutter untergekommen. Vielleicht wegen Galianos Krankenhausaufenthalt? Nach Angaben von Le Parisien hatte sie zuletzt mehrere Monate dort verbracht. Der Grund? Nervenzusammenbrüche. Hinzu kam, dass eine der Töchter der katarischen Ex-Prinzessin behauptete, von ihrem Vater sexuell missbraucht worden zu sein. Darüber hatte sie laut ihrer Mutter auch vor Gericht ausgesagt. Ich fühlte mich schuldig, weil ich nicht da war und sie beschützt habe, offenbarte Kasia. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung der Vorwürfe wegen schwerer sexueller Nötigung eingeleitet. Abdelaziz bin Khalifa El Thani bestritt bis zuletzt die Vorwürfe. Sie haben sexuellen Missbrauch oder ähnliches erlebt? Das Hilfetelefon des Hilfeportals Sexueller Missbrauch ist anonym und kostenlos unter 0800-225-5530 zu folgenden Zeiten erreichbar: MoMiFR 9 Uhr bis 14 Uhr, DIDO 15 Uhr bis 20 Uhr. Auch die Nummer gegen Kummer bietet von Montag bis Samstag von 14 Uhr bis 20 Uhr kostenfrei und anonym unter 116.111 Hilfe an. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite des Hilfeportals Sexueller Missbrauch. Wenige Wochen vor Kasia Galanjos Tod am 19. Mai 2022 wurden ihre Sorgerechtsanträge abgelehnt. Das Gericht hatte den Fall vertagt,
wollte aufgrund von Galeanos mehrmonatigem Krankenhausaufenthalt ein psychologisches Gutachten erstellen. Um die Familiensituation besser verstehen zu können. Wenige Tage später hatte laut El Mundo eine ihrer Töchter die Polizei informiert. Weil sie 4 Tage lang keinen Kontakt zu ihrer Mutter hatte. Vor Ort konnten die BeamtInnen lediglich Galeanos Tod feststellen. Gewalteinwirkungen konnten nicht ermittelt werden. Eine Autopsie wurde nach Le Parisien-Angaben eingeleitet. Von einer angeblichen Drogenüberdosis war die Rede. Ihre Anwältin Sabrina Bösch sagte der französischen Publikation, dass Casia vor Kummer gestorben sei. Laut eines weiteren Polizeiberichts, der der spanischen Tageszeitung Diario Sur vorlag, stellten die ErmittlerInnen der Kriminalpolizei und der Mordkommission Spuren von Erbrochenem auf dem Bett und im Badezimmer fest. Außerdem lagen im ganzen Haus Wodkaflaschen verstreut, von denen einige zerbrochen waren. Sowie Glassplitter auf dem Boden, die Blutflecken auf dem Boden erklären könnten. Zudem wurden mehrere Medikamente gefunden, darunter eines zur Behandlung von chronischem Alkoholismus und einige Packungen Antidepressiva. Laut Zeugenberichten schien Casia ein Problem mit Alkohol zu haben, den sie sogar angeblich über einen Lieferservice bestellt habe. In den Wochen vor ihrem Tod soll sie kaum noch das Haus verlassen haben. Woran Casia Galeano letztendlich genau gestorben ist, konnte die Autopsie nicht klären. Verwendete Quellen: Le Parisien FR, El Mundo S, Instagram.com, Daily Mail Co.uk, Diario Sur S. Stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei.